Hey Leute, ich möchte heute über ein Thema sprechen, wo ich lange darüber nachgedacht habe, ob ich tatsächlich darüber sprechen möchte, weil es ist, wie soll ich sagen, ein schwieriges Thema, denke ich. Aber was ich da jetzt irgendwie so letztes Jahr mitbekommen habe und dann halt eben vor allem jetzt dieses Jahr, da dachte ich mir nur so, okay, nee, darüber muss ich jetzt mal irgendwie reden. Ihr seht es ja schon am Titel, worum es wahrscheinlich in etwa gehen wird. Diejenigen, die entsprechend auf Twitter, Facebook etc., solange man im Internet irgendwie zugange ist, wird man es mitbekommen haben. Und zwar gab es da ja auf Twitter diese, wie soll ich sagen, diesen Trend, Hashtag Cut for Bieber. Und ich hatte schon vor einiger Zeit mal Bilder auf Tumblr gefunden, wo sich manche Mädels scheinbar Bieber auf den Namen geritzt haben. Und dann habe ich auf Facebook entsprechende Bilder gesehen. Und hab das Bild einer Freundin geschickt und ich sag mal, ist das, spinne ich jetzt oder ist das jetzt irgendwie echt what the fuck, ne? Und sie so, nee, nee, das stimmt schon. Also da ist ja wohl irgendwas auf 4chan abgegangen. So von wegen, ja, hey, lass doch mal irgendwie einen neuen Trend irgendwie ins Leben rufen, keine Ahnung. Werde euch da bestimmt mal irgendwie noch was Entsprechendes in der Videobeschreibung verlinken. Und ich dachte mir nur so, okay, was zur Hölle ist bitte mit unserer Gesellschaft los, dass sie sich sagen, okay, ich habe einen Star und wenn mir jemand sagt, ich soll mich für den ritzen, dann mache ich das. Ich habe das letztes Jahr, war es letztes Jahr, ich glaube, es war letztes Jahr auf Tumblr, also Ende letzten Jahres, gelesen. Da hatte eine Freundin gepostet, sie war irgendwie unterwegs in der Stadt, einkaufen. Und dann hat sie so zwei Mädels getroffen, hat sie so auf 12 Jahre geschätzt. Dann meinte die eine so von wegen, ja, hier, guck mal, mein Arm, ich hab hier mich geschnitten. Die andere meinte so von wegen, nee, du musst dich schon ne, direkt am Handgelenk schneiden, damit man das ja auch ordentlich sieht, ne? Wo ich so dachte, what the fuck? Die waren 12. Also, ne? Ich war letztens auch im Bus unterwegs, hatte da. Also saß halt eben im Bus und hatte da so drei Jugendliche gehört, ich schätze ich auch so zwischen 12 und 14 Jahre. Die hatten sich dann unterhalten. Da meinte eine so ganz stolz, ja, also ich habe mich auch jetzt gestern geritzt und ich habe einfach die Klinge runtergezogen und ich habe nichts gespürt. Ich fand das sogar voll lustig, tat voll nicht weh. Und ein anderer dann auch so von wegen, ja, musst du halt eben Dollar durchziehen, wo ich so denke, was bitte ist kaputt in unserer Gesellschaft? Kann mir das mal bitte jemand erklären? Weil da draußen gibt es Menschen, die richtige Probleme damit haben. Die, ja, darunter richtig leiden. Sich zu ritzen ist kein Spaß, das ist richtiger Ernst. Ich meine, ich hatte letztes Jahr einen Blogpost geschrieben, den verlinke ich euch auch mal in der Videobeschreibung. Der hatte den Titel, und es trifft auch auf dieses Thema zu. Also es ging da um das Thema Depression. Und hier trifft es halt eben auch zu, wenn man es wirklich kennt, zelebriert man es nicht. Und es ist so pervers, was da teilweise bei der heutigen Jugend einfach abgeht. Ich hatte auch, das war zu der Zeit, als ich diesen Blogpost geschrieben hatte, hatte ich Bilder auf Tumblr gefunden. So von wegen, ja, und hier, kauf dir aufklebbare Narben, denn dann hast du irgendwie diesen voll geilen Emo-Style, ohne dir irgendwelche Schmerzen zufügen zu müssen. Und ich frage mich, wie kann man sowas zelebrieren? Ich glaube, den Leuten ist gar nicht klar, was ein Mensch durchgemacht haben muss, wie er sich selbst sehen muss, damit er sich sowas zufügt. Ich frage mich, ob den Menschen irgendwie mal so durch den Kopf geht, von wegen, wie viel Selbsthass so ein Mensch in sich tragen muss, der es aus ernsthaftigen Problemen tut, wie alleine sich dieser Mensch fühlen muss, weil er sonst niemanden hat oder nichts anderes hat, um sich irgendwie zu helfen. Und ich frage mich da so, was ist da draußen los? Ich meine, ich fand das letztes Jahr irgendwie schon irgendwie so derbe krass, wie dann irgendwie, genau, das war in Bezug auf ein Video von Anna Blue oder so, keine Ahnung. Oh, ich bin ja so traurig, ich bin ja so einsam. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute, nicht die Leute, doch auch die Leute, primär aber irgendwie so die heutige Jugend irgendwie das richtig zelebriert. Boah, es ist voll geil. Also,
Natürlich sagen sie nicht explizit, ey, es ist voll geil, irgendwie zu leiden und psychisch krank zu sein oder was auch immer. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es mittlerweile cool ist, dass es gern gesehen, nicht gern gesehen ist, aber es hat auch mittlerweile irgendwo eine gewisse Akzeptanz gefunden, das Ganze. Und ich meine, klar, ich finde es irgendwo falsch zu sagen, von wegen, boah, ich will mit dir nichts zu tun haben, weil du dich ritzt. Denn wenn jemand wirklich ernsthafte Probleme damit hat, dann ist es nur eine logische Konsequenz aus dem, was zuvor irgendwie mit der Person abging. Und die sollte man nicht irgendwie ausgrenzen. Das Problem ist einfach nur, dass so viele Leute, Jugendliche, es heute tun, weil sie meinen, dass sie dadurch irgendwie cool sind. Und dadurch werden die Leute, die wirklich ein Problem damit haben, gar nicht mehr ernst genommen. Ich finde es den Leuten auch irgendwie respektlos gegenüber, denn da wird irgendwas verherrlicht, was man nicht verherrlichen sollte, weil das einfach ein richtig krasses, ernstes Problem ist. Und gerade auch diese Menschen, die halt eben ernsthaftes Problem damit haben, trauen sich doch dann auch gar nicht mehr irgendwie was dazu zu sagen, weil sie sich denken, ja, ich werde ja eh nicht ernst genommen. Denn wenn das irgendwie mittlerweile irgendwo normal ist, dann ja, so what, dann leide ich halt irgendwie weiterhin vor mich hin. Keine Ahnung, da gibt es ja auch dieses eine relativ bekannte Video, das war ein Bericht von RTL Ex. Explosiv war es, glaube ich, über Emos. Und Emos ritzen sich, ja, und die treffen sich ja extra, um ne, sich da irgendwie da zu ritzen, was weiß ich nicht alles. Und dieser Irrglaube geht dann ja auch tatsächlich um, was ich einfach so zum Kotzen finde. Ehrlich. Denn da werden Informationen über eine Krankheit verbreitet, die einfach nicht stimmen. Was für die Menschen, die wirklich ein Problem damit haben, einfach nochmal zu einem größeren Problem wird. Die Menschen, die wirklich Hilfe brauchen, die ernst genommen werden müssten, werden nicht ernst genommen und der Rest feiert es einfach. Und ich finde das einfach nur abartig und ich verstehe es nicht. Und ich würde es gerne mal verstehen. Nein, ich will es eigentlich nicht verstehen. Mir wäre es irgendwie eigentlich nur lieb, dass diese Leute, die glauben, dass es irgendwie cool sei, sich mal da irgendwie mal wirklich darüber Gedanken machen, von wegen, was es eigentlich bedeutet, sich so selbst zu zerstören. Und auch mal so darüber nachzudenken, von wegen, okay. Was ist das? Das ist unsere Klingel. Ich hoffe, ihr hört das nicht zu sehr. Mich macht das richtig wütend und ich finde es einfach nur pervers. Ich finde es einfach nur pervers, dass man sowas irgendwie für gut befinden kann. Und ich finde es einfach krass, um zurück auf Cut for Bieber zu kommen, dass es da tatsächlich draußen irgendwelche Mädels gibt, die sich sagen, ich bin jetzt nicht runtergegangen, weil unten Leute sind, die die Tür aufmachen können. Weil es da draußen Leute gibt, die nicht darüber nachdenken und es einfach machen, dass. Ja, Leute, was geht da ab? Dass man. Ich weiß nicht, ist da irgendwie eine Hemmschwelle irgendwie geringer geworden, von wegen. Ja, Ritzen ist okay, oder. Wie weit muss man einen Star? Ich glaube, es ist noch nicht mal die Verherrlichung dieses Stars, dass die wirklich so, dass sie ihn so anhimmeln, dass man das tatsächlich deswegen tut. Wobei ich glaube, die Selbstmordrate ist damals auch höher gegangen, als Kurt Cobain sich umgebracht hatte. War das nicht so? Oh Leute, ey, nee. Nee, ich finde es krass. Ich finde es einfach nur krass und vor allem unverständlich. Unverständlich den Leuten und gegenüber, die damit ein wirkliches Problem haben. Also ich hatte, mit einer Freundin nochmal drüber gesprochen und sie meinte, ja, vielleicht liegt es einfach daran, dass es für die Leute irgendwie oder für die Jugend halt irgendwie mittlerweile in gewisser Weise eine Romantisierung ist, kann man das so sagen, dass es für die irgendwas Romantisches ist, von wegen, oh mein Gott, ich habe so ein schlimmes Leben, weil ich habe jetzt letztens kein iPhone 5 bekommen. Deshalb muss ich jetzt total ausrasten und mir die Arme aufschneiden und dann kommt mein Prinz und rettet mich. Wisst ihr, ich habe irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl, dass irgendwie. Ich weiß nicht, ich finde, das ist irgendwie schwierig zu verallgemeinern, denn irgendwo ist diese Leidensgrenze, diese Wahrnehmung, oh, ich leide, mir geht es schlecht, mittlerweile so verquer, habe ich das Gefühl, von wegen, dass irgendwie so die kleinsten Dinge einen schon so kaputt machen. Und da frage ich mich, okay, ist unsere Gesellschaft so kaputt mittlerweile, dass wir nicht mehr in der Lage sind, mit den einfachsten Dingen umzugehen? Oder sind wir tatsächlich einfach nur so widerlich drauf und zelebrieren es einfach nur gerne? Das weiß ich nicht. Ich verstehe es nicht. Ich habe nur das Gefühl, dass irgendwie so die kleinsten Sachen irgendwie so super dramatisiert werden.
Auch so Sachen von wegen, oh ja Gott, ich war jetzt 2 Wochen mit meinem Freund zusammen, ich bin 12 Jahre alt, ich muss mich jetzt umbringen, weil er jetzt mit mir Schluss gemacht hat und eine neue hat, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht, tickt unsere Gesellschaft mittlerweile einfach nur so, sind das einfach nur irgendwie so ein paar Ausreißer in der Gesellschaft? Bin ich einfach mittlerweile zu alt, um die Jugend zu verstehen? Ich meine, ich werde ja auch schon bei 22. ich verstehe es nicht. Und wenn tatsächlich unsere Gesellschaft so weit ist, dass sie nicht mehr in der Lage ist, mit den einfachsten Dingen umzugehen, dann ist das traurig, dann ist das richtig traurig, dass wir da irgendwie nichts mehr abkönnen. Ich finde es auch immer schockierend, wie viele Dinge einfach nur noch weggeschmissen werden und man bemüht sich irgendwie gar nicht darum, irgendwas in Ordnung zu bringen. Aber gut, es wird ja auch irgendwo nicht viel anderes von der Gesellschaft suggeriert. Ich meine, es ist alles ersetzbar. In unserer heutigen Gesellschaft ist es so vieles so schnell ersetzbar an Gegenständen. Und ich habe das Gefühl, dass das auch gerne auf die Menschen übertragen wird. Aber wir sind keine Gegenstände, wir sind Menschen. Aber es ist, glaube ich, mittlerweile häufig so von wegen, ach ja, warum soll ich mich um eine Freundschaft bemühen? Denn es gibt ja so viele Menschen da draußen, ne? Es gibt ja so viele Menschen da draußen. Ich meine, durch das Internet ist ja unsere Möglichkeit, Kontakte zu anderen Leuten aufzunehmen, so sehr gewachsen. Ich meine, wie soll ich sagen, die quantitative Erreichbarkeit am Menschen ist einfach immens gestiegen, wenn ich bedenke, zu der Zeit, als es zum Beispiel noch kein Internet gab, da gab es halt eben nur das Telefon. Es gab nur die Leute in seinem direkten Umfeld und man war irgendwo, glaube ich, eher gezwungen, mit den Menschen klarzukommen, weshalb man sich vielleicht deshalb ein bisschen mehr darum bemüht hatte, sich mit diesen Menschen tatsächlich wirklich auseinanderzusetzen, zumal es dort auch nur eher so den direkten Kontakt gab. Und im Internet ist es einfach so, okay, wir haben einmal die Anonymität, wir haben die Möglichkeit zu sagen, oh, okay, mit der Person will ich nichts zu tun haben. Escape. Ist ja ganz einfach, ne? Es ist irgendwie. Okay, da bin ich gerade von meinem Bruder gestört worden. Oh, was wollte ich gerade sagen? Ich muss mich gerade noch ein bisschen anders hinsetzen, weil meine Füße eingeschlafen sind. Ja, es ist mittlerweile einfach super einfach, Menschen zu ersetzen. Und es tut dann ja auch nicht so weh, weil wir die Nachfrage haben. Und wie ich jetzt dazu komme, ist, ich meine, zu wissen, wenn sich irgendwie vielleicht so unterschwellig so ein allgemeines Gefühl der Ersetzbarkeit sich breit macht, würde es mich irgendwo nicht wundern, wenn es dann natürlich allgemein schwieriger ist, sich mit diversen Dingen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, vielleicht gehen wir auch mittlerweile immer extremere Wege, wie Zelebrierung der Depression oder generell von psychischen Krankheiten, als auch das Abfeiern von selbstverletztem Verhalten, dass wir endlich mal wieder wirklich fühlen wollen. Dass wir irgendwie, weiß ich nicht, wenn wir nicht in der Lage sind, wenn wir irgendwie nicht das Gefühl bekommen können, mal wirklich zu wissen, was ist wirklich Freundschaft, was ist wirklich Liebe, dass wir uns dann sagen, wow, okay, wir wollen jetzt richtig extreme negative Wege gehen, um daraus eventuell extreme positive Erfahrungen vielleicht machen zu können. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber das beschäftigt mich schon seit einiger Zeit und ich wollte das irgendwie mal loswerden. Weil sich irgendwie unsere Gesellschaft ganz schön krass verändert hat in den. Okay, seit wann nehme ich denn wirklich die Gesellschaft wahr? Sag ich mal, seit ab der Schule. Wie alt bin ich? Bin 21. Mit 6 Jahren bin ich eingeschult worden, so in den letzten 15 Jahren circa. Das sind genau 15, wow. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Und mich macht es traurig. Und ich würde es. Ich weiß es nicht. Manche sagen, okay, wir werden. Also, ich meine, klar, ich rede natürlich auch mit meinen Freunden darüber, von wegen, okay, was sagen die dazu? Manche sagen von wegen, ja, nö, wir werden uns noch weiter vor die Wand fahren. Manche sagen, wir haben uns schon vor die Wand gefahren. Ich weiß nicht, ich habe da irgendwie so die Hoffnung oder denke von wegen, okay, es wird vielleicht noch ein bisschen weiter ins Extreme gehen, bis wir dann endlich aufwachen. Dass wir menschlicher mit uns umgehen. Denn die Sache ist auch einfach durch diese Distanz, die wir im Prinzip zueinander haben, weil wir halt irgendwie nicht mehr diese intensiven Beziehungen zueinander aufbauen, ist auch einfach die Sache, dass wir, glaube ich, auch nicht in der Lage sind, wirklich zu realisieren,
was mit den Menschen passiert, die sich halt eben sowas antun. Ich glaube, dass dadurch auch automatisch eine Distanz zu dieser ganzen Materie irgendwie aufkommt irgendwo, weil man kriegt es irgendwie mit. Und es passiert ja so häufig. Ich meine, wenn ich bedenke, ich habe letztes Jahr, ey, so viel mitbekommen, so von wegen, da haben sich so viele Leute mir gegenüber geoutet, von wegen, ja, mir geht's eigentlich tatsächlich so und so, das und das ist tatsächlich bei mir los. Vielleicht ist es auch nur ein Phänomen des Älterwerdens, denn je älter man wird, desto größer wird natürlich irgendwo auch so das Päckchen, das man mit sich trägt, weil man einfach mehr erlebt, aber das ist, glaube ich, auch wieder was anderes. Ich glaube, man muss irgendwie zwischen Älteren und Jüngeren unterscheiden. Und was mich halt eben primär stört, ist einfach, was die Jüngeren halt irgendwie da gerade so abziehen. Ich weiß, das Video wird gerade super lang, aber ich will das irgendwie loswerden. Aber ich glaube, ich schweife auch irgendwie super oft vom Thema ab. Aber ja, mich würde mal interessieren, wie nehmt ihr das eigentlich so wahr? Gerade in Bezug auf, wie soll ich sagen, ja, dieser, ich nenne es Selbstverherrlichung. Für mich ist es irgendwie, Selbstverherrlichung, ist es das Wort? Dieses Genießen des Leidens. Kriegt ihr das auch so mit? Oder kennt ihr? Also natürlich ist jetzt schon eine krassere Sache, aber mich würde das mal echt interessieren, weil ich persönlich kenne auch Leute, die sagen, die zwar sagen, wegen, ja, gut, ich verletze mich selbst, wo man aber auch so richtig raushört, okay, sie finden es gut. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ja, wie gesagt, kriegt ihr irgendwie sowas mit? Vielleicht nicht nur in Bezug auf selbstverletztes Verhalten, sondern auch dieses Zelebrieren von wegen, boah, mir geht's so schlecht und mir muss es jetzt schlecht gehen. Ich weiß, es ist schwierig zu unterscheiden zwischen mir geht's wirklich schlecht und mir geht's nur schlecht. Denn natürlich gibt es auch eben Leute, denen es wirklich schlecht geht und vielleicht werden die halt eben auch zunehmend nicht mehr ernst genommen, weil es ja irgendwie so eine allgemeine Krankheit ist. Und da ist natürlich auch so die Frage, okay, gut, wo oder welche Leute muss man oder darf man ernst nehmen und welche nicht? Und ja, das ist schwierig zu unterscheiden, aber ich glaube, beziehungsweise ich bin der Überzeugung, wenn man die entsprechende Lebenserfahrung hat und auch den nötigen gesunden Menschenverstand, sag ich mal, dann sollte es eigentlich klar sein, welcher Person geht es wirklich schlecht und welcher nicht? Und da könnt ihr jetzt bestimmt den Einwand bringen, ja gut, aber wenn doch tatsächlich diese Toleranzgrenze von wegen, okay, wie viel kann der Mensch tatsächlich verkraften, so weit runtergegangen ist, dann könnte man natürlich auch sagen, okay, es geht tatsächlich wirklich allen schlecht. Es muss der Gesellschaft irgendwie schlecht gehen, denn das ist nicht normal, was hier gerade irgendwie so abgeht. Ah, das ist nicht normal. Und ich hoffe sehr, dass es sich ändert, denn der Mensch ist schließlich zum einen sehr auf Kommunikation ausgelegt, aber auch sehr natürlich auf Emotion. Und klar, ich hoffe da, dass sich das ändert, dass sich das mal wieder ändert. Das wäre gut, das ist einfach gesagt. Ich weiß, es ist sehr einfach gesagt. Aber vielleicht wäre schon mal ein Ansatz, ehrlicher miteinander umzugehen und vor allem sich gegenüber auch mal ehrlicher zu sein und vielleicht auch mal wieder insofern an sich den höheren Anspruch zu haben, mal wirklich auch für wichtige Dinge zu kämpfen und gleichzeitig aber auch irgendwie die Ansprüche an unsere Mitmenschen und an zwischenmenschliche Beziehungen mal runterzuschrauben. Denn wir sind keine Maschinen, wir müssen nicht perfekt funktionieren, im Gegenteil. Und nur weil vielleicht mal irgendwas nicht gut läuft, müssen wir uns nicht irgendwie gegenseitig irgendwie dann abschießen. Und wenn mal bei uns nicht irgendwas vielleicht nicht so gut läuft, heißt es noch lange nicht, dass wir dann plötzlich anfangen müssen, uns irgendwie selbst zu verletzen. Denn, wie gesagt, wenn man wirklich ein Problem damit hat, ist das etwas, was sich über Jahre hinweg, denke ich, aufbaut. An emotionalen Stress, an emotionalen Schmerz ist immer emotional. Nein, ist nicht immer emotional. An emotionalen Schmerz. Da muss sich schon wirklich krass viel was aufbauen, damit man diese eigentlich natürliche Hemmschwelle, denn ich meine, der Mensch ist ja eigentlich dazu, der hat ja diese, wie soll ich sagen, dieses natürliche Bedürfnis, sich am Leben zu erhalten und sich selbst zu verletzen,
spricht gegen die Natur des Menschen. Und wenn man wirklich ein Problem damit hat, dann geht da schon viel in einem ab. Und ja, diese Menschen müssen auch wieder das Gefühl, denke ich, bekommen können, dass sie ernst genommen werden. Dass es nicht irgendwie so als Phase abgetan wird, denn es gibt viele Menschen, die da draußen, die damit wirklich ein Problem haben. Und ja, ich glaube, das wollte ich loswerden. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Falls doch, werde ich vielleicht was dazu schreiben. Oder irgendwas anderes, ich weiß es nicht. Das war es jetzt von mir. Wie gesagt, das wollte ich loswerden. Ihr könnt mir gerne dazu. Oh Gott, ich habe so viel gelabert, sorry. Ja, schreibt gerne, was ihr da so mitbekommen habt. Wie ihr auch sowas überhaupt handhaben würdet. Ganz ehrlich, also ich habe ja jetzt bei den Kindern da am Bus, habe ich nichts gesagt. Gesagt. Weil mich das echt krass irgendwie aufgewühlt hat, weil ich so dachte, boah, nee. Aber ich weiß jetzt auch schon so für mich beim nächsten Mal, wenn ich wieder sowas mitbekomme, ey, die werden sich wünschen, nie was gesagt zu haben. Ich meine, na, ich kann zwar nicht schön, aber ich kann auch ein bisschen ausrasten, so ist nicht. Und ja, es ist irgendwo echt sehr respektlos. Und ja. Ich finde es schade, dass die Menschen oftmals nicht sehen, dass sie es gar nicht so schlecht haben. Und damit will ich jetzt nicht irgendwie die Menschen, die wirklich Probleme haben, irgendwie so darstellen von wegen, ja, ihr wollt euch nur in eurem Selbstmitleid wälzen, obwohl es solche Leute auch gibt, natürlich. Boah, Leute, aber es gibt so viele einfache Dinge im Leben, beziehungsweise es gibt so viele Dinge, die uns eigentlich glücklich machen, aber wir sehen es irgendwie nicht. Wir wollen immer nur das Beste, das Perfekte, das Extreme und das muss aufhören. Das muss aufhören, finde ich. Und jetzt muss dieses verdammte Video aufhören, weil ich schon wieder viel zu viel labere. Also an alle, die bis hierhin durchgehalten haben, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich weiß, es sollte eigentlich das Video über Homosexualität schon längst gekommen sein. Ich wollte vorher ein Skript schreiben, das ist das Ding. Also ich muss mir selbst noch ein paar Notizen dazu machen, weil das ja nur eine Anfrage war und das jetzt nicht so war von wegen, wo ich es mir so dachte, okay, da will ich drüber sprechen, weil ich, ihr kennt mich gleich mittlerweile, ich bin super tolerant. Für mich ist sowas wie Homosexualität eigentlich kein Problem. Von daher muss ich gucken, was ich da so erzählen werde. Es gab schon ein paar Vorschläge, was ich sagen sollte. Und ja, ich hoffe, das Video kommt bald. Habt bitte ein bisschen Geduld. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr ein bisschen regelmäßiger hier hochladen werde auf meinem Blog-Kanal. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Ansonsten bei meinen Let's Play-Videos, falls ihr. Genau, es gibt auch voll viele. Was heißt voll viele Leute? Aber es kam schon zurück von wegen, ja, ich kenne dich nur von deinen Blog-Videos. Ich mache auch deutsches Commentary zu Videospielen. Schaut auf meinem anderen Kanal, Lanoa Sakura, gerne vorbei. Da kommt auch jeden Tag ein Video. Von daher. Und da gibt es auch noch andere Videos. Einfach mal vorbeischauen. Ja. Bis dann.